Zum 10. Mal in Folge beteiligt sich die Landeshauptstadt Düsseldorf am Wettbewerb Stadtradeln. Die Blechbläser der Düsseldorfer Symphoniker, die als Stadtradeln-Team die Klassiker antreten, haben aus diesem Anlass ein Jubiläumsständchen gespielt. Also Stadtradeln ist ein Mitmachwettbewerb, bei dem man 3 Wochen lang aufschreibt, wie viele Kilometer man geradelt ist am Tag. Und das Team mit den meisten Kilometern gewinnt. Und am Ende gewinnen alle in Gesundheit und Umwelt. Fahrradfahren ist ja ein wachsender Trend. Das heißt, wir gewinnen eigentlich jedes Jahr neue Menschen dazu, mit dem Fahrrad zur Arbeit, zum Wohnen, zum Einkaufen zu fahren, weil es gesund ist. Und dieses Stadtradeln ist eine Aktion, die von uns immer im Frühjahr gemacht wird, um die Menschen so ein bisschen aus dieser Winterdelle wieder rauszuholen, zu aktivieren, über diese 3 Wochen spielerischer Umgang mit dem Thema einfach wieder eine Normalität des Fahrradfahrens zu gewinnen. Und bei vielen Menschen läuft das dann durch, bis irgendwann im Oktober, November das Wetter wieder schlechter wird. Die Summe aller erradelten Kilometer entscheidet gegen Ende des Jahres, welche Platzierung Düsseldorf als eine von mehr als 2400 Städten, Landkreisen und Gemeinden beim diesjährigen Wettbewerb erreichen wird. Doch wie kann ich beim Stadtradeln teilnehmen? Das ist relativ einfach. Sie registrieren sich auf der Homepage des Stadtradelns, geben da ihre persönlichen Daten ein, ihre E-Mail-Adresse und dann können Sie sich dort einloggen und jederzeit ihre gefahrenen Kilometer eintragen. Oder wenn Sie ein bisschen technischer unterwegs sind, es gibt auch Module, wo das automatisch gemessen wird, wie viele Kilometer Sie radeln. Musik